Ja, liebe Fußballgenießer und Liebhaber der nostalgischen Erlebnisse, heute möchten wir vorsprechen für das, sagen wir mal, Knallerspiel der Spiele Wiesbaden gegen den FC Schalke 04. Und während ich mich schon gedanklich, mental auf diese Partie vorbereite, möchten wir heute ein bisschen darüber philosophieren, was hat zu der 0:2-Niederlage gegen die Kieler Störche geführt. Und auf der gegenüberliegenden Seite können wir nachdenken. Was genau kann Wien Wiesbaden nutzen, um eventuell gegen Schalke zu überraschen? Ja, meine Damen und Herren, wir sind heute hier, weil wir einmal diese besondere Partie untersuchen wollen. Wir haben Oder ich gehe mal davon aus, dass Schalke die Partie gut aufarbeiten wird und das 0:2 war sicherlich kein Dauergast, wenn man das so will. Ich denke, Schalke wird wissen, warum sie verloren haben heute oder gestern. Ich denke, die Königsblauen werden daraus ihre Konsequenzen ableiten und ihre Maßnahmen ziehen. Auch ich denke, dass der SV Wien daraus seine Lehren ziehen kann aus dem Ergebnis. Ich finde, Schalke ist vom Papier ja nicht so schwach wie das Ergebnis von gestern. Und dementsprechend finde ich eigentlich schade oder traurig. Vielleicht für uns ein Zufall, dass das Ergebnis jetzt kam. Aber ich denke, Schalke ist eigentlich eine Mannschaft, die gefestigt und gewachsen ist. Deswegen denke ich, dass es bei uns ganz anders auftreten wird. Ja, ich denke, ich habe so den Eindruck, dass Wien Wiesbaden gegen Schalke was reißen könnte, so in meinen Gedanken. Mal. Ob wir das in der Realität packen, steht auf einem ganz anderen Blättchen Papier. Schalke ist ähnlich von der Mentalität, von der Einstellungssache, so ein bisschen RBL 2, wenn man so will, von der Stärke her, von der Schnur. Rein formell von der Spielstärke betrachtet. Und Schalke ist ein anderes Brett als Karlsruhe oder Nürnberg. Und deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch bei der Sache. Kann noch nicht so schlafen und darüber philosophieren, wie das aussehen könnte. Ich denke, aufgrund des 0:2 hier letzten Freitag haben wir durchaus berechtigte Chancen gegen Schalke mal wieder. Seit langer, langer Zeit. Im Pokal damals hatten wir es ja nicht. Aber so drehen sich die Vorzeichen. Schalke muss mit dem Druck umgehen lernen. Schalke ja, hat die Pflicht, quasi den Zwang, bei uns siegen zu müssen, schon fast schon wieder. Und das könnte uns,
wiederum in die Karten spielen, dass Markus besser erkennen und sehen kann, wie Schalke kontert, wie die Knappen vorkommen. Und ich denke, dass wir, wenn Schalke kommt, dann daraus die Lehren ziehen können oder unsere Entscheidungen ableiten können. Ja, soweit. Ich finde, dass Schalke im Prinzip eine Mannschaft ist, die spielfertig ist, eine Mannschaft, die weiß, wo das Tor ist. Und es ist lustig, sich das so versuche zu erklären, aber ich finde, eine Mannschaft wie Schalke 04 weiß einfach intuitiv Dinge, die WN Wiesbaden vielleicht noch nicht weiß. Da ist der FC Schalke ein bisschen weiter in der Entwicklung. Ich finde, wen oder alles, ich bin ja gerade auf Schalke-Seite. Schalke ist so ein Verein, wo ich mir sage, Mann, warum sind die abgestiegen? Und gut, die letzte Bundesliga-Saison war der Grund. Ich spiele gerade so ein bisschen mit den Farben rum. Finde nicht so recht das weiße Licht. Und suche so ein bisschen meine Form. Es soll jetzt nicht negativ belegbar sein. Ich wüsste, wo das weiße wäre. Schalke ist ja nämlich blau-weiß von den Vereinsfarben. Ganz klar. Wieder jetzt so rumspielen. Aber was ich zurück zum Thema. Ich finde immer, Schalke ist ja ein Club, der eigentlich Erstliga sein muss. Und wenn du dann wieder mal runterrutschst auf den Boden der Tatsachen. Da frage ich mich so, ja, wieder mal? Oder muss das jetzt ein Déjà-vu sein? Ich meine, der Schalke-Trainer ist ja schon so ein bisschen zu beneiden und zu mitleiden. Ja. Man hat aufopferungsvoll letztes Jahr versucht, die Klasse zu halten, ist nicht gelungen. Aber ich denke mal, Schalke ist besser von Papier her als Hertha, denke ich mal so im Kopf. Das muss Fakt sein. Sonst würde Schalke nicht nach Wiesbaden kommen. Ne? Und bei uns ums Überleben schon spielen. Finde ich so ein bisschen lustig, die Konstellation, wenn du so merkst, hoppla, am 5. Spieltag kommt Schalke nach Wiesbaden und ja, Wien hat so die Möglichkeit, gegen die großen FCS zu gewinnen. Das erinnert mich so ein bisschen nachdenklich, stimmend, an die Partie Wien Wiesbaden in in Stuttgart, damals Stuttgart, damals bei einem 1-2. Und das finde ich auch sehr lustig, durch das Schäffler-Tor. War so ein geiles Erlebnis damals. So besonders für mich so ein erinnerungswürdiges und denkwürdiges Spiel. Ja, ne? Also. Und ja. Wieder auf die Wien-Seite wechseln. Mein anderes Bild, mal ich mal
Das geht. Ausbinden, die Lützer. Also, ja, was spielt eigentlich dem SVW in die Karten beim Spiel? Schalke in Wiesbaden. Ja, erst einmal kannst du davon ausgehen, dass die Jungs motiviert sind, bisschen die Haarspitzen. Und dementsprechend alles geben werden. Ich glaube, der SV wird versuchen, Schalke so ein bisschen zu ärgern und den Zahn so ein bisschen zu, die Zahnseide so ein bisschen zu lösen. Und ich denke, dass Markus eine gute Strategie aufbauen wird und finden wird. Finde, Schalke ist so ein Gegner, wo man sich einfach drauf freuen muss. Ja? Ganz egal, wie das Spiel ausgeht, ganz egal, ob Schalke oder Wiesbaden gewinnt. Bitte mal, diese Art von Spiel hat Ewigkeitscharakter. Und macht so den Eindruck, so ein bisschen Bundesliga-Mentalität in Wiesbaden. Zwinker, zwinker. Ja, träumen ist ja noch so ein bisschen erlaubt, ne? Ist ja noch früh, erster, fünfte Spieltag, tschakka. Aber wenn man in Nürnberg bestehen könnte und dann hierauf entgegen Schalke was reißen würde, klimper, klimper. Das wäre großartig und würde mich sehr freuen. Bereichern die Liga, wie die Bayern oben. Ein bisschen träumen, bitte noch erlaubt sein. Und ja, ich verliere mich gerade so ein bisschen. Ich schalte mal wieder rüber auf die Schalker Seite, was es da Neues gibt. Hallo, Schalker Typ. Was gibt's Neues aus Schalke? Ja, der Schalker Trainer Reis wird, denke ich, dieses 0-2 sehr genau analysieren. Denke, dass der Trainer sich das genauer anschaut und auch unsere Spielweise genauestens analysiert. Denke, auf Schalke wird man unsere Entwicklung genauso verfolgen, wie wir in Wiesbaden die Schalke-Entwicklung verfolgen. Schalke muss praktisch in Wiesbaden gewinnen, wenn sie ernsthaft oben dabei bleiben wollen. Sorry, liebe Schalke-Fans, wenn ich das so deutlich formulieren muss, aber so ein bisschen erinnert mich das Schalke-Stimmungsbild an das von Hertha BSC so ein bisschen. Das soll jetzt nicht hämisch oder spottisch klingen, aber wenn man so guckt, 0-1 in Braunschweig, 0-2 daheim gegen Holstein Kiel und dann ein 0-3 in Wiesbaden. Oh, das wäre bitter, schon enorm. Aber ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen und parteiisch sein, Gottes Willen. Ich möchte einfach. Ich drücke beiden Teams die Daumen, dass sie ein ordentliches Spiel abliefern können und fair, ein faires Spiel machen. Schalke ist nicht so schlecht, wie es momentan aussieht. Ja? Auch ihr Trainer ist meiner Meinung nach nicht so lethargisch, so passiv. Aber in die Gesamtsituation so aussieht, sei es so, dann zeichnet man auch einen Trainer schlechter, als er in Wirklichkeit ist. Und ich finde, man muss ein Plädoyer für den FCS machen. Ich finde, dieser Verein gehört eigentlich Bundesliga und ohne Wenn und Aber. Wünsche es den Knappen auch wieder den Aufstieg, weil was anderes kommt eigentlich nicht in Frage. Es wäre sonst sehr bitter. Ja, und Schalke ist ein Top-Gegner.
sehr semi-professionell, oder Quatsch, was da, ja. Professioneller geht's kaum in der zweiten Liga. Top-Stadion, Top-Wurst, Top-Bier. Und ein Wehensieg auf Schalke wäre natürlich auch nochmal was ganz Besonderes. Aber wollen wir nicht zu viel träumen und den Schalkern die Stimmung vermiesen. So, Moment. Der Wehenbub meldet sich. Blau. Ja, was gibt's Neues aus Wiesbaden? Ja, Freunde, ich denke, Wiesbaden ist gewappnet, vorbereitet, mental auf Schalke schon und eingestellt quasi. Ich denke, Markus wird das gut lösen, alles machen und alles hergeben für unseren Erfolg. Und ich denke, wie die Aufstellung aussehen wird, darüber würde ich mir jetzt noch den Kopf zerbrechen. Tief durchatmen und weitermachen, quasi. Wien Wiesbaden wird sicherlich seine Chancen wittern oder auf kurz zu belangen. Ja, dementsprechend denke ich, dass wir gegen Schalke vielleicht nicht das Gelbe vom Ei finden, aber einmal oder zweimal ein Schwarze treffen und Schalke vielleicht auch, wenn es gut läuft. Entschuldigung. Und ja, vor allem, also Wiesbaden freut sich, denke ich, auf diese Partie. Eine ganz besondere Begegnung ist das in der Portarena. Und wen kann diese Leistung abrufen? Und Schalke sicherlich auch. Schalke, nochmal zum Abschluss dieses Videos. Ja, wir denken natürlich, dass Schalke genauso eine Chance hat, in Wiesbaden zu bestehen. Wir drücken genauso oder per Handshake Herrn Reis und seinem Team die Daumen, ohne jetzt irgendwie aufdringlich oder parteiisch wirken zu wollen. Ich finde, man muss auch vor dem Gegner so viel Ehre und Respekt erweisen, sportlicherseits, dass man nicht in Ohnmacht verfällt, wenn der Gegner kommt. Da brauchst du einfach ein starkes Feld, dann musst du selbstbewusst agieren, wenn so ein Gegner hast. Finde, mit Schalke musst du rechnen und kann man auch rechnen, ohne Wenn und Aber. Und dementsprechend denke ich, wird das eine knappe Kiste in Wiesbaden, wo man nicht allzu viel spekulieren und erwarten sollte. Und dementsprechend finde ich, muss man einfach ganz erwartungsfrei dran gehen und die Erwartungen nicht allzu hoch ansetzen. Entschuldigung, einmal habe ich einen Sprachdreher drin. Das ist keine Absicht gewesen. So, und wie gesagt, Wien Wiesbaden gegen Schalke. Samstag, 2.9. glaube ich, in Wiesbaden. Wir sind gespannt, was daraus wird. Schwarz-Rot gegen Blau-Weiß, liebe Damen und Herren. Und wir
Verabschieden uns wieder von dem Vorhören, Vorhörvideo. Geh vorher, ist nachher besser oder wie auch immer, wenn man es nimmt. Wenn Wiesbaden gegen Schalke 04, wir werden es erleben und wir melden uns, sobald es neue Informationen vorliegen für eine neue Vorschau. Also bis dahin sportlich stabil bleiben und immer schön auf geht's, Willen. Sieg für uns. Jawohl. Tschüss, Sikorski.